Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin der PG2000 und ich stelle euch heute eine Map vor. Ja, gefunden habe ich die Map, meine ich, auf Minecraft, auf planetminecraft.de habe ich sie gefunden. Ja, und die werde ich euch heute vorstellen. Das ist eine, soweit ich weiß, eine Rakete-Map. Das verspricht sie zumindestens. Wenn wir uns angucken, ich habe mal in Google mal so ein bisschen so gesucht, Minecraft-NASA-Maps, und da kam diese Raketen-Map. Mal gucken, was diese Raketen-Map denn so zeigt. So, ja, ich würde mal sagen, wir gehen rein. Das wird vielleicht ein bisschen laut. Ich habe es ein bisschen runtergesetzt. Okay, ist alles gut. Ja, man spawnt jetzt hier in dieser Kammer. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wir haben hier ein... Scared, ja, okay, wir machen mal ganz kurz, wir müssen gucken, ob wir gucken, müssen auch machen können, Moment. Nee. So, Lounge. Alles klar, okay. Wir gehen hier weg und ich trage mal das Buch mit mir, betätige jetzt einfach mal diesen Lichtschalter wahrscheinlich. Current will come to my entry for the Minecraft. Lest es euch durch. Wir haben jetzt endlich hier mal Licht und ich würde mal sagen, wir gehen mal hier raus und sind jetzt hier. Alles klar, okay. Ich zeige euch mal die Map, was denn diese Map alles so verspricht. Lest euch die Schilder durch. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe hier Angst drauf zu treten, muss ich so ehrlich gesagt sagen. Huch. Alles klar. So, wo sind wir jetzt? In Sector 2. Ich gehe mal ganz kurz fliegen. Sector 1. Okay, die sind beide an und das ist wahrscheinlich jetzt mal... Boah, es regnet ununterbrochen. Ich guck mal, ob ich das mal... Ah, nee. Ob ich das mal ganz kurz ausschalten kann. Moment. Nee, Quatsch. Wie war das mal? Nee, wir machen es mal anders. Weather und dann nochmal clear. Ich hoffe, das funktioniert, ne? Boah, ey, endlich. Hallo? Okay. So, ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich gar keine Gehbewegung anhabe. Naja. So, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Okay, 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 okay. Ach so, und das sind wahrscheinlich jetzt hier... Huch. Das wollte ich gar nicht. Okay, jetzt bauen wir hier wieder. Ach so, okay, jetzt sind wir irgendwie hier drin. Okay, und ich merke gerade, das ist hier ein bisschen hängerisch. Tut mir leid. Nicht mein... Ach, sogar ein Leuchtfeuer hier drin. Super. Ich gucke mir das mal an, was diese Map hier so zu bieten hat. Wie gesagt, ist eine NASA-Map. So eine Raketen-Map. Guck mal, was die Map hier so zu bieten hat. Ich dachte, huch. Ach so, war nur ein Spawner, okay. Ich gucke mir das nur an. Also ich habe jetzt, spielen werde ich sie nicht. Ich gucke, zeige euch nur die Map, so was sie alles bringt. Also das mit den Hängen, das tut mir natürlich ein bisschen leid. Ich glaube, jetzt weiß ich natürlich, warum das hier automatisch auf Dingens gesetzt ist, auf Gehbewegung aus. Ach, und das ist jetzt wahrscheinlich, ah nee, ich dachte, das wäre hier der Dingens, der, wie heißt es, der, kann man das nicht betätigen? Huch. Okay, ich wollte betätigen, der Schalter fällt weg. Aber auch schon geil, muss ich sagen. Also ich finde das schon richtig, allein schon der erste Eindruck ist schon richtig krass. Guck mal, hier ist sogar Licht aus, ist richtig krass. Und hier geht's runter. Was war das? Ach, ein Licht. Ich glaube, der Macher hiervon hat wahrscheinlich selber die Grafikeinstellungen runtergedreht, aber bei mir ist das natürlich jetzt nicht unbedingt notwendig. Ich weiß aber nicht. Jetzt mach doch mal hier. So. Ein Schild, das ist mal gut. Was ist denn der Launchpad? Klingt schon mal super. Alles mit den Türen, ne? Ich habe immer so Angst, die Schalter zu drücken. Jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwo hingespawnt. Huch. Aber wir haben ja eh, glaube ich, Game Mode. Also ist kein Problem, wir spawnen sogar Creeper hier. Also, ich kann euch nur eins raten, wenn ihr die Map betretet, dann macht auf jeden Fall den Game Mode auf 1. Ist sehr, sehr hilfreich, weil ich glaube nicht, dass ihr gegen diese Sachen hier Creeper hier und Gestalten kämpfen wollt. Ich flieg mal hier durch, komm, das dauert mir ein bisschen zu lange. Was steht da? Today we make history. Hier kann man super einen Film drehen übrigens, ne? Fällt mir gerade mal. Alter, das ist hier so hängerisch. So, hier geht's nicht weiter. Okay, Ende der Map, tschüss. One step for man, one giant leap for mankind. So, was ist hier, wenn ich jetzt hier drücke, wäre immer hingespawnt. Ach, das ist wahrscheinlich hier so eine Rundum-Spawn-Map. Also man wird hier immer irgendwo hingespawnt. So wie ich sehe, das wahrscheinlich jetzt wieder... Also es ist ein bisschen buggy hier, die Map, muss ich sagen. Oh, wieder ein bisschen tiefer, super. Bis wir gleich in der Gaskammer landen. Jetzt geht's höher, da will ich aber nicht hoch. So, und hier springt man runter, wenn man keinen Bock mehr hat zu leben. Alles klar, dann ist das ja wohl meine Aufgabe. So, tschüss. Ach, ein Garten. Auch geil, ne? Wie soll man jetzt wieder... Ach, ein Baum. Oh. Hä?
Ist das bei allen Knöpfen so? Ach du Scheiße, Alter, ich werde hier wahrscheinlich immer überall hier gleich hingespawnt. Guckt euch die Map an, ist richtig geil. 1, 2, 0, nein, nein, nein. Klingt hier ein bisschen, klingt, ehrlich gesagt, ich mach das mal ganz kurz. Ich breche das einfach mal auf hier. Also ich krieg natürlich die Map heile, nicht so. Ach, hier ist einfach nur, okay, hier ist also doch irgendeine Leitung hinter. Ich wollte nur überprüfen, ob da irgendwas ist. Und hier? Wahrscheinlich jetzt auch irgendwie, ne? Aber ich muss schon sagen, er hat wahrscheinlich hier mit Comments gearbeitet, weil niemand macht das so dick hier mit den Wänden und zwar einfach nur so. Oh Gott. Ich muss aber sagen, ohne Scheiß, das ist ein bisschen ruckelig hier. Ich will nicht wissen, was jetzt passiert. Ah! Drückt alle Knöpfe. Alle Knöpfe, die ihr drücken könnt. Boah, nee, da will ich jetzt erstmal hin. Alter, jetzt komm mal klar hier. So. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier irgendwie in irgendeiner Kammer, wo man schwimmen gehen darf. Okay. Aber ich möchte nicht schwimmen. Boah, es ist aber sehr, sehr dunkel hier. Tut mir leid, ich muss mal ganz kurz eben hier. Aber das hängt dramatisch. Also ich kenne das gar nicht so. Jetzt geht's wieder mittlerweile. So, was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt hier? Nichts. Alles klar. Aber was das jetzt hier genau ist, kann ich leider nicht so sagen. Also wer von euch Raketenfan ist oder sich mit so Basis auskennt und mir sagen kann, was das jetzt hier genau ist, weiß ich leider nicht. Ist das jetzt hier so ein Schalter? Ich hätte gerne mal ein Ticket. Was ist das denn jetzt hier? Ach so, die Keller vom Zweiten Weltkrieg. Okay, dann gehen wir mal wieder hier hoch. Und dann landen wir hier. Also ich muss schon sagen, das ist schon richtig krass hier. Guck mal hier. Ach du Scheiße, das ist auf jeden Fall eine richtig krass. Ich geh mal. Alter, jetzt komm mal klar hier. Tut mir leid, natürlich leid. So. Ja, um mal zu zeigen, die Basis ist unter der Erde gebaut. Schon richtig krank, muss ich sagen. Da oben spawnen noch Endermans, da ist auch nochmal irgendwas wahrscheinlich. Ach, Ton ist das alles. Ja, ist schon richtig krank, muss ich sagen, wie das jetzt hier alles ist. Das ist schon krass. Also, ist eine Map, die ihr durchspielen könnt, natürlich auch. Müsst ihr nicht, ihr könnt sie du. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, das war jetzt. Was war das denn jetzt? Ach so, ich fliege noch. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie. Alter, hier, ne? Jetzt. Komm doch mal klar hier. Jetzt mach doch mal keine Scheiße. Ja, ich kann die Türen ja eh kaputt machen. Ich bin auch so doof. Ein Bild. Boah, ich muss hier. Also, tut mir leid, das ist nicht mein Plan eigentlich gewesen, ne? Ach, guck mal, hier kann man sogar rausgucken. Oh Gott, es wird ein bisschen schneller. Ich muss mal ganz gucken. Wo sind wir jetzt? Ach, wieder hier. Okay. Nee, hier waren wir noch gar nicht, ne? Ich habe Angst, die Knöpfe zu drücken. Ich mache es. Kann das sein, dass hier mal Türen waren? Und wir die vielleicht. Nee. Doch, hier waren wir schon. Ich guck mal, was wir hier alles Schönes haben. Wir haben hier Knopf, den ich eigentlich gar nicht drücken will. Ach, hier waren wir doch schon. Okay. Nee, nee. Ich, wie gesagt, ich spiele ja die Map nicht. Ich guck mir die nur an, damit ihr so einen kleinen Einblick habt. Huch. Wie das denn ist? Ja, jetzt sind wir wieder Launchpad. Okay. Na, nur so ein kleiner Einblick. Ach, guck mal, hier kann man doch rausgucken. Alter Schwede. Ja, das ist die Map von draußen einmal im 360 Grad Rundflug. Ach doch, hier ist wahrscheinlich der Hauptsitz. Ja, dann nochmal so eine Antenne oben. Schon krass, muss ich sagen, ist die Map. Wer sie spielen möchte, spielt sie. Der Download-Link steht in der Beschreibung. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Map ist. Wahrscheinlich so groß wie der Berg hier selbst. Da, jetzt sind wir wieder hier. Super. Und wieder hier. Super. Ja, keine Ahnung, wie groß die Map ist. Bitte achtet darauf, dass vielleicht eure Einstellungen genauso enden könnten wie meine. Ich würde dann sagen, ich verabschiede mich dann mit einem anderen Bild. Ich suche mal ganz kurz einen anderen Platz, wo ich mich verabschieden kann. Einen Moment. Huch. Nein. Fertig. Abbrechen. Escape. Moment. So. Ja, ich stelle mich hier hin und verabschiede mich dann mit ja, diesem wunderschönen, mit dieser wunderschönen Show hier. Komm. So. Ich verabschiede mich dann mit diesem Bild hier und sage dann mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die hoffentlich vielen, vielen Downloads, die dann erscheinen werden. Bis bald und Tschüss.